Jetzt, da die letzte Dekade der internationalen Raumstation ISS schon in vollem Gange ist, sind die Raumfahrtagenturen der Partnernationen, also auch die Europäische Raumfahrtagentur ESA, vor ein Problem gestellt worden, das nicht so leicht zu lösen war. Die Station wird um 2030 herum in der Erdatmosphäre zum Verglühen gebracht. Für die USA ist schon längst klar, und das war auch eines der Ziele des gesamten Projekts, dass man mit der ISS den Weg für kommerzielle Anbieter bereitet. Bis vor einigen Tagen war das für die ESA nicht so klar. Bis Folgendes passiert ist. Der europäische Gigant Airbus Defence and Space hat sich einem Projekt einer kommerziellen Weltraumstation angeschlossen, das von Voyager Space geleitet wird. Das Projekt, das den Namen Starlab trägt, könnte es für europäische Regierungen einfacher machen, die Station nach dem Ende der internationalen Raumstation zu nutzen. Airbus wird laut einer gemeinsamen Erklärung von beiden Unternehmen technische Designunterstützung und Expertise für Starlab bereitstellen, ohne jedoch weitere Details über die Partnerschaft oder die finanziellen Bedingungen zu veröffentlichen. Starlab wurde im Oktober 2021 in Zusammenarbeit mit Lockheed Martin angekündigt und soll aus einem Modul, einem Andockknoten und einem Bus bestehen, der Platz für bis zu 4 Astronauten bietet. Im Dezember 2021 erhielt Voyager Space durch seine Tochtergesellschaft NanoRacks eine der 3 NASA Awards für kommerzielle Raumstationen im niedrigen Erdorbit oder CLD im Wert von 160 Millionen US-Dollar. Diese Vereinbarung soll die Arbeiten an Starlab unterstützen, während sich die NASA auf den Übergang von der ISS zu kommerziellen Weltraumstationen bis Ende des Jahrzehnts vorbereitet. Die Zusammenarbeit zwischen Airbus und Voyager Space könnte dazu beitragen, dass die Europäische Weltraumorganisation ESA und ihre Mitgliedstaaten weiterhin Mikrogravitationsforschung im LEO durchführen können. Die ISS-Partner haben sich gefragt, wie sie kommerzielle Weltraumstationen von US-Unternehmen nutzen können, da die aktuellen Regelungen für die ISS bei den Weltraumbehörden, Dienstleistungen zu tauschen, wahrscheinlich nicht auf kommerzielle Einrichtungen anwendbar sein werden, bei denen Behörden möglicherweise direkt mit dem Betreiber der Station zusammenarbeiten müssen, anstatt über die NASA. Die ESA wird wahrscheinlich bei der nächsten Ministerratskonferenz 2025 vorschlagen, dass Europa einen Weg findet, vielleicht eine oder mehrere europäische kommerzielle Raumstationen zu ermöglichen. Bis dahin will man sich darauf konzentrieren, den unzähligen neuen Raumstationen Transportmöglichkeiten anzubieten, die dann auch einen Umsatz für den europäischen Markt bedeuten würden. Der Bedarf ist jedenfalls da und die Stationsbetreiber wünschen sich einen regen Wettbewerb unter den Transportanbietern, damit der Preis schön günstig bleibt. Indem Europa hier den Markt betritt, werden Teile des Kuchens nach Europa gespült und alle können die Dienstleistungen günstig nutzen. Also wäscht hier eine Hand die andere. Oder nutzt die eine Hand die andere aus? Sag du es mir in den Kommentaren. Direkte Zahlungen von europäischen Regierungen an US-Unternehmen für die Nutzung kommerzieller Weltraumstationen könnten politisch problematisch sein. Bei einer Podiumsdiskussion im Oktober sagte der Raumfahrtberater der französischen Botschaft in den USA, dass die europäischen Steuerzahler ungern ohne weiteres Steuergeld an reine US-Unternehmen überweisen möchten. In anderen Worten, Frankreich hat das Gewicht der ESA-Partner genutzt, um die wirtschaftlichen und politischen Muskeln spielen zu lassen. Ziemlich erfolgreich, wie es scheint. Jetzt darf Airbus auch mitspielen. Somit wird es für europäische Behörden in Zukunft einfacher, kommerzielle Raumstationen zu nutzen. Übrigens, Lockheed Martin ist hier auch involviert. Sie bauen aktuell eine Startrampe für die Rakete, die sie mit ABL entwickeln, in Schottland. Mehr dazu in dem Video zu den Raumfahrthäfen hier in der Infobox. Der Jungfernflug der RS-1 steht unmittelbar bevor. Der Start wurde nun schon mehrmals verschoben. Bei Redaktionsschluss war sie noch nicht gestartet. Ich halte dich auf dem Laufenden. Lockheed Martin, der US-Rüstungs-, Luft- und Raumfahrtgigant, hatte vor etwas mehr als 2 Jahren versucht, Aerojet Rocketdyne um 4,4 Milliarden US-Dollar zu akquirieren. Es hat zwar rund 1 Jahr gedauert, aber die Kartellbehörden haben dem Deal einen Riegel vorgeschoben. Denn die beiden gemeinsam würden den Markt zerstören. Ein weiteres Jahr später, also insgesamt 2 Jahre nach der versuchten Übernahme, hat nun L3 Harris Technologies angekündigt, dass sie Aerojet für 4,7 Milliarden US-Dollar übernehmen werden. Dabei erwirbt L3 Harris alle Aerojet-Aktien zu je 58 US-Dollar in einer Bargeldtransaktion. Das liegt etwas mehr als 4 US-Dollar über dem aktuellen Kurs an der Börse.
Ich sag dir, warum ich auf einmal einen auf Dirk Müller mache. Ich berichte von dieser Übernahme, weil all diese Unternehmen unglaublich wichtige Akteure auf dem internationalen Parkett sind. Aerojet Rocketdyne war schon immer ein wichtiger Zulieferer von Triebwerken und anderen Antriebssystemen. Sie haben die RS-25 Triebwerke gebaut, die das Shuttle und das SLS angetrieben haben und bauen darüber hinaus noch Raumfahrzeuge, militärische, ballistische Raketen und andere taktische Waffen. Die Triebwerke, die am SLS angebracht waren, waren tatsächlich noch Altbestand aus der Shuttle-Zeit. Damit Aerojet Rocketdyne jetzt die Produktion dieser jahrzehntealten Triebwerke wieder aufnimmt, haben sie von der NASA einen 1,16 Milliarden schweren Vertrag erhalten. Ich möchte betonen, dass um diese 1160 Millionen US-Dollar noch kein einziges Triebwerk gekauft ist. Das Geld bekommt Aerojet nur, damit sie wieder die Produktion anlaufen lassen. Dann haben sie noch einen Vertrag von 1,79 Milliarden US-Dollar erhalten, um die wiederverwendbaren RS-25 Triebwerke neu zu entwickeln. Nein, nicht um sie zukunftstauglich zu gestalten, sondern um sie zu wahren Wegwerftriebwerken zu machen. Das war 2020. Irgendwie geht diese SLS-Sache in die falsche Richtung. Und der Vollständigkeit halber solltest du auch wissen, wer L3 Harris ist. Das ist ein Zulieferer und Produzent von IT-Hardware für sensible Zwecke, würde ich mal sagen. Also für militärisches Gedüngs. Aber auch Nachtsichtgeräte, Avionik, Antennen und Equipment für WLAN-Partys für die großen Jungs. Ich überlege auch, die Branche zu wechseln und WLAN-Kabel zu verkaufen. Scheint lukrativ zu sein. An dem Deal waren übrigens auch einige andere Käufer interessiert und die regulatorischen Hürden für L3 Harris sind auch noch nicht vollständig überwunden. Ich halte dich auf dem Laufenden, also gleich den Kanal mit Glocke abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Ich freue mich auch, wenn du mich auf Twitter, Insta oder TikTok besuchen möchtest. Links dazu natürlich in der Videobeschreibung unten. Der United States Transportation Command oder US Transcom hat eine Vereinbarung mit Rocket Lab unterschrieben, die Rocket Lab dazu veranlasst, die Möglichkeit zu untersuchen, statt Satelliten in einen Orbit Cargo an einen beliebigen Punkt der Erde zu schicken. So eine Vereinbarung hat die Air Force auch mit SpaceX. Anfang 2022 hatte SpaceX für Studien diesbezüglich 102 Millionen US-Dollar erhalten. Solche Point-to-Point-Transporte von militärischem Equipment sehe ich etwas kritisch, denn wie weit wollen wir gehen? Und haben die Militärs nicht schon genug Raketen? Mir fällt schon auf, egal von welcher Rakete ich berichte, die Militärs sind nie weit weg. Wenn nicht, sind sie sogar im Zentrum. Einerseits fördern sie so den Fortschritt, aber andererseits häufen sie nur noch mehr militärische Fähigkeiten an. Aber Aufrüsten scheint gerade wieder in Mode zu sein. Und jetzt zum Fehlstart von Virgin Orbit. Sie hatten letztes Jahr erst von den britischen Behörden die Lizenz erhalten, kommerzielle Nutzlasten vom brandneuen orbitalen Raumfahrthafen in Cornwall im Süden der Insel zu starten. In der Nacht auf den 10. Januar 2023 brach das Mutterschiff Cosmic Girl mit der Launcher One-Rakete unter den linken Flügel geschnallt zum ersten Mal von Cornwall zu einer kommerziellen Mission auf. Bis zu einem Start übrigens sind die Behörden von unzähligen Ländern involviert, darunter Spanien, Irland und Frankreich. Die vierköpfige Crew der umgebauten Boeing 747 brachte die Rakete auf die Abschusshöhe und ließ sie fallen. Leider war die Übertragung nicht einwandfrei, daher sind die Bilder lückenhaft. Die Zündung der ersten Stufe verlief einwandfrei. Erst als die zweite Stufe zündete, traten die Anomalien bei einer Geschwindigkeit von etwa 17.700 km/h auf, die dann zum Verlust der Nutzlast und der Rakete führten. Virgin Orbit veröffentlichte kurz darauf ein Statement, in dem sie den Start als vollen Erfolg deklarieren. Ich kann dem nicht ganz zustimmen. Stimmt, es wurden wichtige Meilensteine erreicht und der Damm ist jetzt gebrochen, aber ein Erfolg war diese Mission nicht. Die Nutzlasten der zahlenden Kunden sind weg. Das ist für mich ein klarer Fehlschlag. Ich will Virgin Orbit damit nicht schlecht machen, denn Raumfahrt ist schwer. Dennoch ist es wichtig, die Dinge nüchtern zu betrachten. Seit dem ersten Teststart im Mai 2020, der damals fehlschlug, ist die Launcher One, abgesehen von diesem Start, viermal erfolgreich gestartet. Das ergibt eine Erfolgsquote von 2/3, also gerundeten 67%. Immerhin besser als die Vega C mit 50%. Beim Start und bei der Landung der Cosmic Girl waren hunderte Schaulustige in Cornwall versammelt. Sobald klar ist, was die Ursache der Anomalie war, werde ich berichten. Ich bin mir sicher, dass Virgin Orbit das bald korrigiert und den Betrieb in Cornwall wieder aufnimmt. Bis es soweit ist, könnten schon andere Launcher von den anderen beiden niegelnagelneuen Raumfahrthäfen abgehoben sein. Dort starten sogar Senkrechtstarter. Europa ist ganz offiziell nun Teil des Rennens ums All. Genaueres zum brandneuen Raumfahrthafen in Cornwall und den beiden anderen Standorten der UK findest du in diesem Video hier.
Mein Name ist Sirwan und das waren die Mars-Chroniken-News. Danke fürs Einschalten. Peras Pera ad Astra.